Versteht ihr, das ist alles im Alten Testament schon drin. Und das Neue Testament beginnt das für uns zu erklären und auszulegen. Warum? Damit wir Glauben bekommen, damit wir Vertrauen bekommen zu diesem Wort Gottes. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, den erwählten Fremdlingen hin und her in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, nach der Vorsehung Gottes des Vaters, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, das ist eine der fünf Stellen im Neuen Testament, ja, wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Also es ist keine tote Hoffnung, die wir haben, sondern diese Hoffnung ist lebendig durch die Auferstehung Jesu Christi. Und zwar zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel. Euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, welche bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. In derselben, also in dieser Seligkeit, in dieser Rettung, ja, in dieser Seligkeit werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wo es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde, denn das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn nun offenbart wird Jesus Christus, welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt und nun an ihn glaubt, wiewohl ihr ihn nicht sehet, und werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude und das Ende eures Glaubens davonbringen, nämlich der Seelenseligkeit, schreibt hier Luther, oder man könnte auch sagen, der Rettung des Lebens, ja, Lebensrettung. Das Ende eures Glaubens davon bringt, nämlich der Seelenseligkeit. Nach dieser Seligkeit, nach dieser Rettung in Christus, ja, haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, so auf euch kommen sollte. Nämlich die Gnade der Wiedergeburt. Wo denn? Im Alten Testament. Und die haben gesucht und geforscht, wann diese Zeit wäre, wann das kommen würde. Sie haben geforscht, auf welche und welcherlei Zeit deutete der Geist Christi, der in ihnen war, und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Also alles ist im Alten Testament schon drin. Ja? Welchen es offenbart ist, denn sie haben es nicht sich selbst, sondern uns dargetan, was euch nun verkündigt ist durch die, so euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel gelüstet zu schauen. Darum so begürtet die Lenden eures Gemütes, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird durch die Offenbarung Jesu Christi. Also nicht halb Gnade, halb Gesetz, ja? Sondern er sagt hier, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Als gehorsame Kinder und stellt euch nicht gleich wie vormals, da ihr in Unwissenheit nach den Lüsten lebtet, sondern nachdem der euch berufen hat und heilig ist, seid auch ihr heilig in allem eurem Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ja, also der Glaube hat auch immer Auswirkungen auch auf unser alltägliches Leben. Ja, Der Wandel gehört zur Stellung unmittelbar auch immer dazu. Ja. Wir werden noch still und beten noch. Ja. Herr Jesus Christus, wir danken dir für den neuen Morgen und danken dir für dein gutes Wort, was wir lesen dürfen, woran wir gesunden, wo wir rechten Maßstab bekommen, Licht bekommen für uns, für das Heil, was du geschaffen hast auf Golgatha, für die Herrlichkeit, die offenbar werden soll, wenn du kommst, wenn du dein Reich aufrichtest. Und wenn deine Gemeinde zu dir kommt und vollendet wird in dir und dem Vater. Danke für die Zeit, die wir haben dürfen heute Morgen. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Amen.
Also Petrus schreibt hier von der Wiedergeburt, er schreibt zweimal von der Wiedergeburt, war ich erstaunt drüber, ja, dass das so oft bei Petrus vorkommt. Paulus schreibt auch davon, er schreibt von dem Bad der Wiedergeburt, ja, schreibt er mal von in Titus. Und dann haben wir noch Johannes 3, wo Jesus mit Nikodemus spricht und er sagt, ihr müsst wiedergeboren werden. Und da gibt es noch eine Stelle, wo Jesus sagt zu den Jüngern, in der Stunde der Wiedergeburt werdet ihr sitzen auf 12 Thronen und richten über die 12 Stämme Israels. Ja, das sind diese 5 Stellen, wo es um die Wiedergeburt geht. Und diese Dinge kommen, so wie der Petrus ja hier schreibt, aus dem Alten Testament. Und die das gelesen haben im Alten Testament, die Propheten, die davon geweissagt haben, die haben auch geforscht, wann denn die Zeit sein sollte, dass das alles kommt, dass Christus kommt, dass er leiden wird, dass er auferstehen wird, dass Gottes Geist kommt, dass Menschen von Neuem geboren werden, dass Menschen wiedergeboren werden, dass Geburt kommt. Ja? Die haben geforscht auf die Zeit, wann das sein sollte. Und Petrus sagt, euch ist das jetzt geschehen. Aber das ist ja auch schon wieder 2000 Jahre her, dass er den Brief geschrieben hat. Ja? Aber das gilt immer noch für alle die, die an Jesus Christus glauben, dass wir in der Bibel das Evangelium finden und meiner Meinung nach nicht nur im Neuen, sondern auch im Alten Testament. Das Evangelium ist schon im Alten Testament angelegt. Und ich möchte euch gern was zeigen im Alten Testament, wo wir ein bisschen vielleicht mal nachspüren können. Einmal aus 3. Mose. 3. Mose 13. 3. Mose 13. Da ist ein Gesetz über den Aussatz. Und wenn ein Mensch aussätzig war, war er ja unrein. Ja? Der Priester sollte kommen, sollte das Mahl anschauen und dann sollte er sehen, ob jemand unrein ist. Und wenn er ein Mahl hatte, irgendwo an der Haut oder am Bart oder wo auch immer am Körper, dann war er unrein. Und dann musste er bestimmte Vorgaben berücksichtigen, er musste sich dann absondern, dann musste eine Zeit lang gewartet werden, dann sollte der Priester wieder kommen und dieses Mahl auch beschauen. Und was passiert, wenn dann der Aussatz weiter frisst und wie der Priester dann damit umgeht? Und das ist alles im Detail ganz genau beschrieben in der Bibel. Dann gibt es aber diesen erstaunlichen Vers 13. Da steht, wenn dann der Priester besieht und findet, dass der Aussatz das ganze Fleisch bedeckt hat, so soll er denselben rein urteilen, dieweil es alles an ihm in weiß verwandelt ist, denn er ist rein. Was ich hier erstaunlich finde ist, also ich hätte gedacht, wenn jetzt jemand Aussatz hat, dann ist er unrein, gut, ja, das ist das kultische Gesetz. Aber jetzt ist jemand von oben bis unten aussätzig, dann hätte ich gesagt als Europäer, naja, der ist jetzt super unrein, ja. Also wenn er ganz und gar voller Aussatz ist, ja, dann steigert sich das ja alles. Aber jetzt sagt das Gesetz erstaunlicherweise, wenn einer ganz voller Aussatz ist, dann ist er rein, er soll rein geurteilt werden. Und das fand ich erstaunlich. Und ich glaube, dass man hier ein bisschen Neues Testament spürt. Ja? Ja, und auch Sündenerkenntnis. Der natürliche Mensch sagt, in Köln singt man das, wir sind ja alle kleine Sünderlein. Ja, keiner von uns ist perfekt. Übersetzt, jeder von uns hat ein bisschen Aussatz an sich. Und damit bekennt die ganze Welt, dass sie unrein ist. Aber ein Christ, der sich vor Gott erkannt hat, der sagt nicht, ich tue Sünde, sondern der sagt, ich bin Sünder, die Sünde ist in mir. Und ich brauche für meinen ganzen Menschen Vergebung. Und ein Mensch, der das bekennt, dass er nicht nur da und dort Mängel hat, hier ein bisschen Aussatz und hier, aber sonst alles picobello, ja? Sondern der sagt, ich bin in der Sünde verhaftet und verstrickt, meine alte Natur passt nicht für Gott. Herr, hilf mir, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes, ja? Der voller Aussatz ist. So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Und da, glaube ich, kommt vielleicht im Gesetz Gottes im Alten Testament etwas davon durch, dass der Aussatz, wenn der ganze Mensch befallen ist und wenn das diagnostiziert wird, dass er dann schnell zu Christus findet und versteht, in Christus bin ich gerettet und rein. Ja? Was natürlich im Judentum oder im Islam, in allen Gesetzesreligionen ist die Sünde des Menschen
immer eine Sackgasse, die immer ins Verderben führt. Aber im Evangelium ist es so, dass wenn ein Mensch versteht, ich habe nicht nur hier und da Problemchen oder kleine Sünden, mit denen ich so umgehe, ja, sondern ich bin Sünder und ich habe Vergebung in Christus, der ist rein, der wird rein geurteilt. Das heißt, wir empfinden uns vielleicht als wiedergeborene Christen dann und wann als Menschen, die wirklich sagen müssen, ja, Herr, ich habe dein Urteil verdient über mich. Und das ist wahr, was die Bibel über mich sagt, ja? Was alles noch im Kopf so rumschwirren kann, während man gläubig ist. Ja? Und denen sagt Gott, ihr seid rein, weil ihr versteht, ja, dass der ganze alte Mensch abgetan wird. Die ganze alte Schöpfung muss abgetan werden. Und man braucht eine Neugeburt, ja? Sodass das Evangelium, oder fast muss man sagen, das Evangelium im Gesetz schon zeigt, wo die Sünde vollständig geworden ist und das Verdammungsurteil nicht nur teilweise über den Menschen geht, sondern ganz. Da soll der Priester ihn reinurteilen, weil Christus uns reinurteilt. Ja? Weil wir nicht mehr in unserer Gerechtigkeit vor ihm stehen, in unserer Güte, ja? Mit unserer alten Haut. Ja? Niemand kann aus seiner Haut, heißt es im Deutschen, ja? Nur die Christen, die Wiedergeborenen, die können da raus, ja? Die kriegen eine neue, ja? Ja? Und das ist eine neue Natur. Und diese neue Natur, die gilt in Christus. Und das ist das Neue Testament. Und deswegen sind das so Verse, die ich sehr mag im Alten Testament, weil die so sind, dass man die liest und eigentlich darüber stutzt. Und man geht eine ganze Woche vielleicht schwanger mit so einem Vers, ja? Und betet drüber und sagt, Herr Jesus, lass mich doch verstehen, was meinst du denn damit? Wieso ist das genau umgekehrt, als ich das erwartet hätte, ja? Und wenn jemand voller Aussatz ist, dann würde ich doch sagen, der ist jetzt super unrein. Der muss also jetzt nicht 7 Tage sich verschließen, sondern 7 Jahre oder irgendwas, was noch viel schlimmer ist. Und die Bibel macht genau das Gegenteil, ja? Und Gott erklärt den Sünder rein. Der sich als Sünder bekennt, der wird rein. Das geht aber nur deswegen, weil Gott seinen Sohn geschickt hat, der für uns gelitten hat und gestorben ist und begraben wurde und in der Hand des Teufels war, in Schwachheit 3 Tage. Was da passiert ist mit Jesus, darüber schweigt die Bibel. Weil das wahrscheinlich wir Christen nicht gut aushalten könnten, wenn wir das lesen müssten. Was mit dem Sohn Gottes passiert ist, wenn er in Schwachheit in Feindesland war. Ja? Die Bibel schweigt darüber, schweigen wir auch drüber. Ja? Was da passiert ist, wissen wir nicht. Aber dass ein Unreiner rein erklärt werden kann, allein durch seinen Glauben und durch sein Bekenntnis, das ist den Rabbinern, den Pharisäern und den Gesetzesmenschen überhaupt vollkommen fremd, der Gedanke. Und das geht nur dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist. Weil in Christus die Gerechtigkeit Gottes Erfüllung fand, weil das Gesetz muss erfüllt werden und vollzogen werden am Sünder. Das hat Gott an seinem Sohn gemacht, an sich selber gemacht, ja. Und gleichzeitig Gottes Gnade auch gelten soll für die, die dieses Bekenntnis annehmen. Und Gott freut sich über jeden, der sagt, ja, Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du auf Golgatha gestorben bist. Das ist das große Geschenk Gottes an die Menschheit. Und jeder Mensch, der das bekennt, da ist Freude im Himmel drüber. Ja? Das ist etwas, was Schönes. Es gibt noch ein anderes Gesetz, das ist ein Kapitel weiter, da haben wir gestern Abend kurz drüber gesprochen. Das ist auch so ein Opfergesetz und da haben wir gesagt, dass wir das heute Morgen uns auch kurz anschauen wollen. Und zwar wird da auch jemand gereinigt, auch vom Aussatz und zwar durch ein ganz seltsames Ritual. Das lesen wir uns kurz durch. Ja? 3. Mose 14 von Vers 1. Und der Herr redete mit Mose und sprach, das ist das Gesetz über den Aussätzigen, wenn er soll gereinigt werden. Er soll zum Priester kommen und der Priester soll aus dem Lager gehen und besehen, wie das Mal des Aussatzes am Aussätzigen heil geworden ist. Und soll gebieten, dem, der zu reinigen ist, dass er 2 lebendige Vögel nehme, die da rein sind, und Zedernholz und scharlachfarbene Wolle und Ysop. Und soll gebieten, den einen Vogel zu schlachten in ein irdenes Gefäß über frischem Wasser. Ja, der eine Vogel wird also geschlachtet in ein Tongefäß, das über einem Bach steht, ja, wo fließendes Wasser unter dem Gefäß vorbeifließt. Und er soll den lebendigen Vogel nehmen mit dem Zedernholz, scharlachfarbener Wolle und Ysop
und in des Vogels Blut tauchen, der über dem frischen Wasser geschlachtet ist, und besprengen den, der vom Aussatz zu reinigen ist, siebenmal, und reinige ihn also, und lasse den lebendigen Vogel ins freie Feld fliegen. Das ist die Vorgabe, die der Priester tun soll. Und wahrscheinlich haben die Priester das auch bei Jesus getan, als Jesus den Aussätzigen geheilt hat, dass die erstmal nachlesen mussten. Was muss man da machen beim Aussatz, ja? Dass sie dieses Gesetz dann auch anwenden, weil es ein messianisches Wunder gewesen ist. Aber das ist nochmal was anderes. Was soll der Priester denn hier tun? Der soll zwei Vögel nehmen und den einen Vogel soll er schlachten in ein irdenes Gefäß über fließendem Wasser. Und den anderen Vogel soll er mit dem Ysop und dem Zedernholz und der scharlachfarbenen Wolle nehmen und in das Blut tauchen und mit dem Blut den Aussätzigen besprengen und dann lässt er den blutigen Vogel in den Himmel fliegen. Das ist ja fast wie Auferstehung. Aber wenn das wie Auferstehung ist, ist denn das vielleicht wie Kreuzigung und Blutvergießen? Christus geschlachtet in ein irdenes Gefäß, in einen Leib, durch Gottes Geist, über fließendem Wasser. Er lässt sein Leben, er vergießt sein Blut. Und gleichzeitig Christus, der lebendige Vogel, der das Blut anwendet auf den Sünder und durch die Auferstehung die Aussätzigen reinigt. Das steht im Gesetz. Das finde ich wunderschön. Ja? Dürfen wir das Gesetz auf Christus auslegen? Ja, natürlich. Das sagt ja Luther, dass das Gesetz Christus treibt. Diese Stelle hier schreibt davon, dass der Sünder rein werden soll durch Christi Tod und Auferstehung. Sogar meint man, die beiden Naturen Christi sehen zu können, dass er ganz Mensch war, ein irdenes Gefäß, und ganz Gott, weil er aufsteigt in den Himmel. Man sieht diesen blutigen Vogel, wie der in den Himmel fliegt. Ja? Das ist so ein starkes Bild. Geschlachtet in ein irdenes Gefäß. Das Gesetz hat schon von dem geweissagt. Und der Petrus sagt, dass die Propheten, die davon gesprochen haben, auch nachgeforscht haben, auf welcherlei Zeit denn das gelten würde. Ja? Vielleicht haben die das im Gesetz des Mose noch nicht so vermutet, wie vielleicht in so Jesaja oder Jeremia Prophetien. Aber selbst im Gesetz des Mose findet man die Rechtfertigung aus Glauben. Ganz Sünder und ganz gerecht gemacht. Ja? Oder Christi Tod und Auferstehung zur Reinigung des Sünders. Nicht in dem alttestamentlichen Schattenbild, sondern in den neutestamentlichen Wesenheiten in Christus. Das heißt, wenn wir sagen, Christus ist gestorben und auferstanden, ja, er ist gekreuzigt auf Golgatha, hat sein Blut vergossen und dadurch sind wir rein geworden. Wisst ihr, was wir dann tun? Dann proklamieren wir 3. Mose 14, dieses Gesetz von der Reinigung des Aussatzes. Und es zieht sich durch die ganze Schrift hindurch. Und der Johannes, der sagt im Johannesbrief, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Wiederum geben wir euch ein neues Gebot, denn das wahre Licht scheint jetzt. Das wahre Licht des Geistes, mit dem wir auch das Gesetz des Mose verstehen. Und verstehen, dass das von Christus spricht. Und die Reinigung des Sünders vollziehen wir nicht mehr, indem wir Schlachtopfer darbringen. Das ist Sinai, das ist Mose. Sondern wir sind im Gesetz des Geistes und wissen, dass Christus sagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Und wenden das in Geist und in Wahrheit an und sagen, ja, Jesus ist für dich auferstanden, ist gestorben für deine Sünden und auferstanden und du bist rein, freu dich im Herrn. Ja, ihr seid nicht gekommen zu dem Berg Sinai, der dunkel war, voller Gewölk und wo das Volk gesagt hat, wir können nicht hören die Stimme, der da redet. Ihr seid nicht zum Gesetz gekommen, sondern ihr seid zu dem Berg Zion gekommen, zu der Menge der 1000 Engel, ja, und zu Christus, ja. Er sagt, ihr seid nicht in die Dunkelheit des sinaitischen Gesetzes gekommen, sondern ihr seid in das helle Licht Christi gekommen. Ja, da wird der Berg Zion dann verwendet als ein Bild für den neuen Bund, ja. Genau, ja, das ist genau auch ein ganz schönes Bild, ja. Die Sünde wird auf den Sündenbock gelegt, den Azazel, ja. Seltsamer Name für die Juden, da können die auch nichts wirklich anfangen mit. Und der trägt die Sünde hinaus in die Wüste, ja. Und alle Sünde wird auf diesen Bock gelegt, der Priester legt stellvertretend für das Volk die Hand auf den Bock, ja. Und er wird raus in die Wüste gebracht und stirbt dort, ja. Trägt die Sünde weg. Christus gekreuzigt außerhalb des Lagers, ja. Auf Golgatha. Ganz, ganz viele Bilder. Naja, und Mose erhöht in der Wüste eine Schlange.
Das gehört ja auch dazu, ja? Wir haben uns schon ein bisschen dran gewöhnt, weil wir kennen das so gut aus Johannes 3. Das ist ja tiefes Altes Testament, ja? Das Volk Israel murrt. Es ist unzufrieden mit den Wegen Gottes. Gott schickt feurige Schlangen. Spurgeon hat darüber gepredigt. The fiery serpent. Und er spricht davon, wie diese feurigen Schlangen, deswegen hat Mose ja eine bronzene Schlange gemacht, ja? Eine leuchtend bronzene, kupferne Schlange, ja? Weil diese Schlangen, die Gott geschickt hat, waren feurige Schlangen. Und Spurgeon spricht darüber, dass die feurige Sünde, die die Welt hat, dass die in die jungen Männer und in die jungen Frauen kommen, wenn die in Sünde leben in der Welt, und dass dieses Gift der Schlangen in ihre Adern geht und ihr Herz vergiftet und ihre Gedanken vergiftet. Sehr anschauliche Predigt, wenn ihr mal Zeit habt und ein bisschen Englisch sprechen könnt. The Fiery Serpent von Spurgeon, lohnt sich unbedingt zu lesen. Ja. Und die Israeliten, die werden gebissen von diesen Schlangen, und dann schreit ja Mose zu Gott und richtet die eherne Schlange auf. Eine kupferne, die hat in der Sonne geleuchtet. Kupfer, ihr kennt ja Kupfer, ja, wenn da noch kein Grünspann drauf ist, ja, ist ja leuchtend für diese feurigen Schlangen. Und die Israeliten sollten nur darauf gucken. Und so gucken wir nur, wir gucken auf Golgatha. Ja? Und da ist Christus für uns zur Sünde geworden. Im Hauskreis eine Schwester, die zum Glauben gekommen ist, die hat gesagt, ja, aber wieso denn eine Schlange? Eine Schlange ist doch was Böses. Im Paradies war die Schlange doch ein Bild für den Teufel. Wieso sollen die eine Schlange anschauen, ja? Und dann kann man da sagen, ja, Christus ist auf Golgatha zur Sünde geworden. Ja? Er ist zur Sünde geworden, hat alle Sünde, nicht nur Sünde getragen, er ist personifizierte Sünde. Paulus, Neues Testament, steht in der Bibel, ja? Ist nur ein Zitat, was ich sage. Bitte? Können wir das schnell suchen? Ich habe mein Handy auf... zur Sünde geworden. Christus ist für euch zur Sünde geworden, auf dass ihr würdet Gerechtigkeit Gottes in ihm. Ja, ja. 2. Korinther 5, 21. Dankeschön. Ja? Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Christus zur Sünde gemacht, die Schlange. Das ist grundsätzlicher, was Gott tut. Ja? Ich finde, das überall ist das so grundsätzlich. Er wäscht nicht nur die Sünden ab, sondern der alte Mensch stirbt komplett, der ist weg und ein neuer Mensch kommt. Christus hat nicht nur die Sünden getragen, Christus ist personifizierte Sünde geworden auf Golgatha. Das ist, was wir glauben, ist unglaublich. Diese Bilder, die bedürfen einfach auch der Auslegung, weil das macht dann fröhlich. Ja? Man sieht, dass Gott hier schon bei Mose vom Sterben und von der Auferstehung Christi geschrieben hat, als ob er nicht schweigen kann davon. Er sagt, das ist die wahre Reinigung von eurem Aussatz, der euch da betroffen hat. Da wird die Haut neu, ja? Da wird der Mensch neu. Und dazu werde ich jemand schicken, der geschlachtet wird in ein irdenes Gefäß, über fließendem Wasser. Und der wird euch besprengen und der wird auffliegen in den Himmel. Das ist ja ein Beweis, oder? Das ist ein Beweis. Das ist ein Beweis dafür, dass das Evangelium ist. Und deswegen, das glaube ich, ja? Sowas glaube ich. Ja? Wenn ich das glaube, dann wächst ja Vertrauen in mir zu diesem Wort Gottes. Und darum geht es eigentlich, ja? Ja, ich denke, das ist ein Bild für den Heiligen Geist. Ja? Die Bibel sagt einmal, er ist geopfert worden durch den ewigen Geist. Steht auch mal in der Schrift. Ich denke, dass das so ein Bild ist dafür. Und wir finden natürlich Wolle, ja? Lammesnatur, das war ja dabei. Wir finden Ysop fürs Prophetentum. Ja? Entsündigen, ja. Und wir finden Zedernholz. Ich will es nicht übertreiben, vielleicht Golgatha, das Kreuz von Golgatha. Holz, ja. Und es ist alles, also Lammesnatur, geschlachtet, Auferstehung, Golgatha, Holz, Priesterschaft, ja, es ist ein Bild, ja. Es ist, wir sehen das verschwommen, ja, aber im Nachhinein so deutlich, dass wir sehen, da ist Christi Tod und Auferstehung angedeutet. Und je weiter man in die Ränder geht, je weiter man sich da verzweigt, desto unschärfer wird es irgendwie auch. Aber das ist nicht schlimm, ja? Weil wir sehen, dass das schon sehr früh angelegt ist. Ein wunderschönes Bild, ja? Das ist alles wahr. Und für mich ist das ein Beweis, wo ich dann irgendwann im Glauben, ich habe auch, als ich gläubig geworden bin, gezweifelt und habe gesagt, du willst das nur glauben, weil dir das Sinn gibt für dein Leben, ja? Du willst das nur glauben. Und diese Dinge und auch andere Sachen, die haben mich irgendwann so überzeugt, dass ich gesagt habe, wenn ich das jetzt nicht glaube, dann bin ich nicht mal mehr wissenschaftlich. Dann bin ich nicht mal mehr integer als Mensch. Ja? Also es hat mit Glauben jetzt mal noch gar nichts zu tun, sondern dass wir das hier vorne vergleichen können mit Stellen hier hinten aus dem Petrusbrief. Ja? Da liegen ja Kulturen zwischen.
Dynastien, Zeitalter, Völkerschaften, ja? Und dass wir das so übergangslos vom Petrusbrief hier ins Alte Testament springen können, vom Epheserbrief in 1. Mose, Paulus, wenn er schreibt über Christus und die Gemeinde, dann gucken wir bei Adam und Eva nach, ja? Dass das geht, das ist ein Wunder. Und das können die Juden nicht mit ihrem Wort Gottes. Das sollte sie eifersüchtig machen, ja? Das ist etwas, was Paulus sagt, wo er sich wünschen würde, dass Israel eifersüchtig würde und den Gläubigen auch nacheifert, statt einen dritten Tempel bauen zu wollen. Ja? Petrus sagt im Petrusbrief, haben wir eben gelesen, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Wodurch denn? Durch die Auferstehung Jesu. Dadurch, dass dieser Vogel in den Himmel geflogen ist. Ein blutiger Vogel steigt auf in den Himmel. Ja? Die Auferstehung Jesu ist eine lebendige Hoffnung, weil der Tod Jesus nicht halten konnte. Ja? Wir haben gestern am Tisch haben wir kurz ein bisschen überlegt, wie wichtig die Auferstehung Jesu ist, die leibliche Auferstehung. Ja? Die Frage ist ja die, war Jesus sündlos? Ja. Wenn Jesus gestorben ist auf Golgatha, hätte Jesus sterben müssen, wenn er sündlos war? Nein. Warum nicht? Weil das Gesetz sagt, wer das Gesetz tut, soll leben. Jesus hat also nie eine Sünde getan und hätte jederzeit mit seinem Leib in den Himmel auffahren können. Mit seinem irdischen Leib. Wir haben sündige Leib, aber sein Leib war heilig, ja? Jesus hätte jederzeit auferstehen können und in den Himmel fahren können mit seinem Leib, leibliche Auferstehung. Beweis, Berg der Verklärung. Ja, Mose und Elia kommen aus der Ewigkeit und der Leib Jesu wird verklärt, weiß wie Wolle und wie die Sonne scheint der. Ja? Das heißt also, Jesu Leib war ohne Sünde. Jetzt ist Jesus aber trotzdem gestorben und hat den Tod erlitten, obwohl er den Tod nicht hätte erleiden brauchen. Weil für das ewige Leben des Menschen Jesus hat es genügt, dass er das Gesetz hält. Ja? Dann hätte dieser Mensch Jesus für sich selber unendlich gelebt, weil das die Verheißung des Gesetzes war. Jetzt geht er aber her und stirbt trotzdem. Und da tut er ja mehr, als er für sich selber hätte tun müssen. Ja? Er leidet die Strafe der Sünde, obwohl er ja nie Sünde getan hat. Und weil er nie Sünde getan hat, hätte er jederzeit auferstehen können. Aber dadurch, dass er die Sünde trotzdem, den Tod trotzdem erleidet, erleidet er mehr, als er selber hätte leiden müssen. Und da ist der Platz für uns. Das hat er für uns getan. Da stellen wir uns hin. Das ist Christi Werk. Ja? Angenommen, Jesus hätte eine Sünde getan, hätte er dann auferweckt werden können? Nein. Warum nicht? Naja, weil er dann für seine eigenen Sünden gestorben wäre und im Tod geblieben wäre, so wie wir auch, wenn wir ohne Jesus sind. Die Tatsache aber, dass Gott Jesus auferweckt hat oder die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, ja, die Auferstehung ist das Lebendigwerden Jesu aus eigener Kraft, in seiner Gottheit. Die Auferweckung ist das Herausrufen Gottes von seinem Sohn aus dem Totenreich. Ja, der Vater erweckt den Sohn auf. Der Sohn ersteht auf, das sind die beiden Perspektiven, die Bibel uns zeigt. Psalm 18, könnt ihr mal lesen, wie Gott den Sohn auferweckt, wie er runtergreift unter aller Erdengründen und Christus herausreißt bis in über aller Himmel, Himmel. Psalm 18, gigantisch, ja. Also auch das, Auferstehung Christi im Alten Testament. Das heißt also, dass Gott seinen Sohn auferweckt hat, ist der Beweis dafür, dass Gott anerkennt, dass Jesus ohne Sünde war, sonst hätte er nicht auferwecken können. Wenn aber Jesus ohne Sünde gestorben ist, und das sehen wir daran, dass Gott ihn auferweckt hat, dann hat er mehr getan, als für sein eigenes Heil notwendig war. Und da ist Platz für uns. Versteht ihr die Argumentationskette? Das heißt, dass Gott Jesus auferweckt hat, ist der Beweis dafür, dass er ohne Sünde gelebt hat. Und damit funktioniert die ganze Erlösungskette. Und zwar mit der leiblichen Auferweckung Jesu, mit der leiblichen Auferstehung, mit Nägelmalen. Denn der Leib Jesu musste sündlos sein, heilig sein. Ja? Das heißt also, dass Paulus die Korinther deswegen so tadelt, dass er sagt, wieso sagen denn einige von euch, die Auferstehung der Toten sei nichts? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Dann seid ihr noch in euren Sünden.
dann würden wir auch als Lügner erfunden, die wir zeugen, dass Jesus auferstanden ist, der doch nicht auferstanden ist. Dann haben wir alle Hoffnung verloren, dann ist die Hoffnung der Welt und des Kosmos und des Alls und der ganzen Schöpfung, alles ist alles verloren, es ist alles zerstört, alles dahin. Dann gibt es überhaupt keine Hoffnung. Lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Nun aber ist Christus auferstanden, 1. Korinther 15, und lebt und sitzt zur Rechten Gottes und vertritt uns. Und alles ist gut geworden und alles hängt alles an ihm, alles hängt an ihm. Die Gemeinde und die Welt und die Gläubigen und die Nichtgläubigen und unsere Kinder und unsere Familien und alle die ganze Welt. Ob sie das will oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Ob die Welt das leugnet oder nicht, spielt keine Rolle. Wilhelm Busch hat mal gesagt, das ist ja das Unheimliche, der hat so eine heftige Stimme gehabt, der Wilhelm Busch, das Unheimliche, dass Gott immer mitspielt. Ja, finde ich auch, ja, immer. Und die Welt kann das leugnen, die kann sich dagegen wehren, die kann das wegen mir auch beleidigen. Und trotzdem hängt alle Welt an Christus. Amen, das hat Gott so gewollt. Ja? Und wir hängen auch an ihm. Und deswegen, sagt Paulus, ist die leibliche Auferstehung so wichtig. Wo ist denn die beschrieben, die leibliche Auferstehung? In 3. Mose 13. Ja? In 3. Mose 13 steht da von der Auferstehung. Da wurde doch jemand geschlachtet in ein irdenes Gefäß und ist wieder auferstanden und in den Himmel geflogen. Nur ein kleines Bild. Ja? Also Golgatha, die Schlange, die in der Wüste erhöht wurde. Abraham, der mit Isaak auf den Berg Moria geht. Isaak trägt das Brandopferholz. Ja? Und soll geopfert werden. Da ist, vielleicht kurz, dass ich den Gedanken nicht vergesse. Abraham geht ja mit Isaak auf den Berg Moria, ihr wisst das ja, ja? Und der Abraham sagt, wir gehen jetzt darüber zu dem Berg und wenn wir angebetet haben, nämlich er und Isaak, kommen wir wieder. Das ist so ein Halbsatz. Wie genau hat denn der Paulus seine Bibel gelesen, ja? Dass der war ja eine Zeit lang nach seiner Bekehrung, war der ja in der Wüste, ist er ja geflohen, ja? Und ich glaube, dass der in der Wüste einfach mal zur Stille gekommen ist und dass Gott einfach Zeit hatte, mit dem Paulus mal zu reden. Da war halt nur öde. Und im Herzen von dem Paulus, da hat es rumort. Ja? Und er hat die alten Schriften, die sind ihm wieder hochgekommen und Gottes Geist hat in ihm gewirkt. Und dann hat er gesagt, ja stimmt, die Schlange, die Mose erhöht hat, Abraham opfert seinen Sohn auf dem Berg Moria. Gott hat seinen Sohn auf Golgatha geopfert. Und da ist dem Paulus, dem ist wie Schuppen von den Augen gefallen. Und das ganze Alte Testament, weil das Neue gab es ja noch nicht, ja, das wird lebendig vor ihm. Das ganze Evangelium. Ja. Und dann, nachdem diese Zeit ist, geht er zurück nach Damaskus und beweist in den Synagogen, beweist, dass Jesus der Messias war. Ja. Das hatte erstmal nichts mit Emotionen zu tun, das hat was mit Schriftkenntnis zu tun. Die Juden werden gläubig aus Glauben in Glauben und die Heiden werden gläubig, die Juden werden gerettet aus Glauben in Glauben und die Heiden werden gerettet durch den Glauben, sagt die Schrift. Die Juden hatten schon einen Glauben des Alten Testaments und aus diesem alttestamentlichen Glauben werden sie gerettet durch den Christusglauben, der im Alten Testament schon angekündigt ist. Ja? Aber die Heiden hatten vorher keinen Glauben, die haben an die Dämonen geglaubt. Und die werden gläubig durch den Glauben, der ihnen neu geschenkt wird, durch Christus, weil Christus ist zu uns gekommen. Wir sind Nutznießer einer nahöstlichen Familienstreitigkeit. Ja? Und diese Zeit läuft ab für uns. Gott geht wieder heim und wird sein Volk Israel auch wieder annehmen. Das heißt also, für uns ist ein neuer Bund angefangen, oder? Deswegen haben wir ja ein neues Testament und ein altes Testament. Ja? Einen neuen Bund und einen alten Bund. Wir haben ja zwei Teile der Bibel. Ja? Wer sagt das? Das alte Testament. Wo denn? Naja, der alte Priester Eli, der umfällt. Ja, der war ein Repräsentant für den alten Bund. Und seine Schwiegertochter kommt nieder und wird schwanger. Erinnert ihr euch an eine Allegorie, die wir angeschaut haben? Und wir haben die gedeutet auf die Wiedergeburt Jerusalems zu Pfingsten, auf das Ende des alten Bundes, auf das Weggehen des Nationalheiligtums, Gottes Gegenwart in der Bundeslade geht zu den Philistern, zu den Heiden. Aber sie kommen wieder heim. Die Bundeslade kommt heim mit zwei säugenden Kühen, die geopfert werden auf dem Felsen. Das ist immer dieselbe Geschichte, ja? Und ich habe euch gezeigt, dass das ist keine Chimäre, sondern es ist überall veranlagt im Alten Testament. Golgatha ist drin, die Wiedergeburt Jerusalems ist drin, die Auferstehung ist drin, Christi Opfertod ist drin, Gottes Opfer auf dem Berg Moria ist drin. Alles ist im Alten Testament drin. Antichrist ist drin, falscher Prophet ist drin,
Hure Babylon ist drin. Versteht ihr, das ist alles im Alten Testament schon drin. Und das Neue Testament beginnt das für uns zu erklären und auszulegen. Warum? Damit wir Glauben bekommen, damit wir Vertrauen bekommen zu diesem Wort Gottes. Das ist alles wahr. Ja? Und für uns, und das möchte ich euch gerne noch mitgeben zum Schluss, gerade noch drei Bibelstellen über das Gesetz des Geistes, wer das notieren will, weil mir das auch sehr, sehr wichtig ist, weil Paulus davon auch schreibt, nachdem er Römer 7 formuliert hat. Ja? Also ganz kurz nur zusammenfassend, dann verliere ich noch zwei, drei Worte dazu. Also das Gesetz des Geistes steht in Römer 8, Vers 2. Ja? Das Gesetz Christi steht in Galater 6, Vers 2. Und das Gesetz der Freiheit, was ja ein Widerspruch in sich ist, das steht in Jakobus 1, Vers 25. Und in Jakobus 2, Vers 12. Jakobus 2, Vers 12 schreibt er, also redet und tut so, als die, die da sollen, durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Nicht durch das Gesetz des Mose. Ja? Wir werden durch das Gesetz der Freiheit gerichtet, in Christus. Und weiter vorne schreibt er in Kapitel 1, wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin beharrt, und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird glückselig werden in seinem Tun. Er wird selig werden, ja? In Christus. Christus ist unser Gesetz. Mein Onkel hat zu mir gesagt, als ich zum Glauben gekommen bin, der hat gesagt, du, das mit dem Glauben ist eigentlich ganz einfach. Wo Jesus will, dass du hingehst, da gehst du hin. Und wo Jesus nicht will, dass du hingehst, da gehst du nicht hin. Das ist schon alles. Ja? Habe ich, also das ist 35 Jahre her, weiß ich heute noch, ja? Was für ein guter Rat, ja? Das ist das Gesetz der Freiheit. Das ist nicht das Gesetz des Zwangs, unter das mosaische Gesetz getan zu sein. Ja? Und wenn man nur ein Gesetz übertritt, ist man des ganzen Gesetzes schuldig geworden, oder? Ja? Das ganze Gesetz. Das heißt, wenn ich also ein Gesetz übertrete, bin ich das ganze Gesetz schuldig geworden. Dann würde das ja heißen, dass das Gesetz des Mose ein monolithischer Block ist. Ja? Okay. Dann darf ich aus diesem monolithischen Block aber nicht 10 Gebote rausschneiden und die anderen 603 da lassen, wo sie sind. Das darf ich dann nicht tun. Dann, wenn das Gesetz ein monolithischer Block ist, dann muss ich das Gesetz ganz halten. Oder ganz die Gnade. Ja? Hü oder hot. Halbe halbe geht nicht. Ja? Versteht ihr den Gedanken? Ich darf selbst, entweder muss ich die 10 Gebote im Gesetz Gottes drin lassen, oder ich muss mich ganz auf die Gnade in Christus verlassen. Trotzdem muss das Gesetz gepredigt werden. Ich bin kein Anomist. Ja? Das Gesetz muss gepredigt werden. Auch die 10 Gebote müssen gepredigt werden. Auch das, was das Gesetz sagt über Sünde, den sündigen Mensch, das muss gepredigt werden. Warum? Naja, einmal ist es auch für uns Wiedergeborene manchmal gut, ein bisschen Leitplanken zu hören. Das ist gut. Ja? Keine Frage. Obwohl Christus unser Gesetz ist. Trotzdem ist das Gesetz, was hier niedergeschrieben ist, Gottes Willen und Wesen. Gottes heiliger Wille und heiliges Wesen. Ja? Und dann kommen ja auch manchmal Gäste in den Gottesdienst. Die hören noch nichts, die wissen noch nichts von Gott. Und dann hören die, dann spricht der Prediger und sagt, du sollst nicht Ehe brechen, das ist Sünde. Und dann sagen die Leute, das hat mich geärgert heute, weil der gesagt hat, da gehe ich nicht mehr hin da. Der redet böse Dinge. Ja? Was fällt dem eigentlich ein in mein Leben rein? Das geht denen gar nichts an. Ja, so ist es. Und dann gehen die Leute damit nach Hause. Und jedes Mal, wenn sie sündigen, erinnern sie sich daran, was sie gehört haben in der Kirche. Ja? Jedes Mal. Und das Gewissen wird immer schwerer. Und es wird immer mühsamer. Und es macht keinen Spaß mehr, im 5-Sterne-Hotel zu sein. Und Wellness und Shishi und teures Essen. Und sie merken irgendwie, mein Leben ist nicht in Ordnung. Da muss sich was ändern. Ja? Und irgendwann treibt sie es zu Jesus. Und dann war das Gesetz Zuchtmeister auf Christus. Deswegen muss das Gesetz gepredigt werden. Natürlich, das ist Gottes Wille. Das ist gut. Das Gesetz gilt auch noch immer für die ganze Welt. Und die ganze Welt wird nach dem Gesetz gerichtet werden. Sogar unser alter Mensch wird nach dem Gesetz gerichtet, denn unser alter Mensch stirbt ja wohl. Ja? Der wird sterben. Warum? Weil der gesündigt hat. Ja? Ein Freund von mir sagt, der Mensch stirbt nicht am Krebs, sondern an der Sünde. Ja? Und deswegen bekommen wir einen neuen Leib. Und der neue Mensch, der ist nicht unter Gesetz. Dessen Bürgerrecht ist im Himmel. Der ist in Christus. Dessen Stellung ist perfekt in Christus aus Gottes Gnade. Der ist dem Gesetz enthoben. Ja?
Und diese Lebensnüchternheit, die müssen wir uns bewahren. Unser Leib ist hinfällig. Ja? Ich mag nicht gerne Zahnschmerzen haben. Ja? Und deswegen argwöhne ich das, wenn mir jemand wegen des Evangeliums ans Leben wollte, dass ich dann auch zittern anfange. Ja? Weil ich in so kleinen Sachen schon kaum mutig bin. Wie will ich dann in so großen Dingen mutig sein? Also bleiben wir mal schön auf dem Teppich, ja, und bleiben nüchtern und sagen, Tag für Tag gehen wir unseren Weg mit Jesus. Wenn die Zeiten kommen, gibt er uns auch Kraft dafür. Aber im Moment fühle ich mich oft nicht so, als dass ich mein Leben freiwillig dafür das Evangelium geben könnte. Ja? Das muss ich leider bekennen. Und trotzdem dürfen wir darauf vertrauen und sagen, wenn die Zeit da ist, dann wird der Herr auch dafür die Kraft geben, die uns vielleicht in anderen Zeiten nicht gut wäre, sondern die macht uns dann übermütig oder hochmütig. Ja? Alles zu seiner Zeit. Aber dieses neue Gesetz, wovon wir lesen da in Jakobus, von dem Gesetz der Freiheit, das ist das Gesetz, frei zu sein vom Gesetz des Mose und vollkommen gebunden zu sein an Jesus. Wir sind unfrei und doch frei. Luther hat geschrieben von der Freiheit eines Christenmenschen, der sagt, ein Christ ist niemandes Knecht und ein Christ ist jedermanns Knecht. Ja? Jetzt kommt die Frage, wie soll man das auslegen, wie soll man das verstehen? Ja, wir sind frei gemacht von allem und trotzdem sind wir gebunden an Jesus. Und in der Bindung an Jesus sind wir frei. Das ist ja das Absurde. Ja? In Galater 6, Vers 2, da haben wir heute Morgen kurz von gesprochen, den schauen wir uns noch an und dann Römer und dann schließen wir auch ab. Epheser 6, Vers 2 steht, Galater 6, Vers 2, da steht, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ja? Vorher steht, liebe Brüder, so ein Mensch etwa von einem Fehler übereilt würde, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und siehe auch auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Ja? Auf dem Boden bleiben, auf dem Teppich bleiben, nicht abheben. Ja? Es gibt so viele christliche Heißluftballons. Und wenn man da reinstupft, kommt die warme Luft raus und dann, ja, das ist nicht gut. Wir sollen, gut, okay, das ist eine andere Predigt. Ja? Aber er sagt auch hier, helft jemandem, der gefallen ist, wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Und passt auf euch selber auf, dass ihr nicht auch versucht werdet. Und dann schreibt er, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Christus hat ja auch unsere Last getragen auf Golgatha. Ja? Christus hat unsere Sünden getragen. Und das ist das Lebensprinzip und das ist das Gesetz Christi, der Wille Christi an uns. Ich habe euch für euch getragen, tragt ihr auch für die anderen. Jung Stilling, der hat Krankenhäuser gegründet. Ja? Gibt es ganz viele Krankenhäuser in Deutschland, diese Jung Stilling Krankenhäuser. Und als der noch lebte, da haben die Nonnen, die er oft eingestellt hat, die haben gesagt, wir pflegen diese Menschen um Jesu Willen. Da hat der Jung Stilling gesagt, ihr sollt ihr um der Menschen willen pflegen, nicht um Jesu willen. Habe ich mal ein bisschen drüber nachdenken müssen. Ja? Beides hat seine Berechtigung, keine Frage. Ja? Aber beides gehört auch dazu. Okay, Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last. Jesus geht ja her in der Bergpredigt und sagt, ihr habt gehört, euch ist gesagt, ich aber sage euch, ja, wer eine Frau nur anschaut, sie zu begehren, bricht schon die Ehe. Wie kann Jesus als Wanderprediger hergehen und das heilige Gesetz des Mose einfach ändern? Naja, er ist der Eigentümer. Ja? Hat man damals aber nicht so gesehen. Damals hat man gesagt, es ist ein umstrittener Wanderprediger. Und er geht her und sagt, euch ist gesagt im Gesetz des Mose, du sollst nicht töten. Ja? Aber ich sage euch, wer seinen Bruder nennt, ein Narr und so weiter, der ist des höllischen Feuers schuldig. Wie kann Jesus hergehen und das Gesetz des Mose einfach ändern? Und er ändert es ja nicht nur, er macht es ja noch viel schärfer. Er sagt nicht nur, das Tun oder das Unterlassen des Gesetzes ist Übertretung, sondern allein der Gedanke schon. Und damit geht er an unser Wesen, ja? Das Innerste in uns. Und Paulus schreibt im Römerbrief auch, nimmt er eins der 10 Gebote, an denen er scheitert, und er nimmt ein Gebot, das den inneren Menschen angeht. Er sagt, lass dich nicht gelüsten. Das war das Gebot, wo er gestürzt ist. Das, was in ihm, sein Gemüt, seine Veranlagung, seine Neigung, dieses Gebot, das hat ihn umgeworfen. Er hat morgens seine Tora-Rolle aufgemacht als Pharisäer, hat in den 10 Geboten gelesen, lass dich nicht gelüsten. Ich lass mich ja nicht gelüsten, ich bin ja ein Pharisäer. Dann hat er zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gebetet
und ist in Jerusalem raus auf die Straße. Und dann kommt der Nachbar vorbei und hat einen neuen Zweispanner. Unfassbar, wo hat denn der denn her? Wieso hat denn der das Geld dafür? Hat er geerbt? Und dann fällt ihm ein, oh, du sollst dich nicht gelüsten lassen. Ja? Also geht er abends wieder heim, betet wieder, liest diese Stelle wieder und am nächsten Tag fällt er wieder rein. Und vielleicht waren das nicht nur Zweizylinder oder Vierzylinder, ja? Vielleicht waren das allerlei Sachen, wonach man sich gelüsten lassen kann. Ja? Großes Girokonto oder was der Mensch so gerne mag. Ja? Und an dem Gesetz stirbt er. Ja? Und die Sünde nimmt Ursache am Gebot, oder? Die Sünde nimmt Ursache am Gebot, auf dass die Sünde umso mächtiger würde, schreibt er in Römer 7. Und das ist genau das, was im Paradies passiert ist. Die Schlange nimmt Ursache am Gebot. Die Schlange nimmt Ursache am Gebot und geht zur Eva und sagt, sollte Gott gesagt haben. Ja, die Schlange nimmt das Gebot Gottes. Und damit stürzt sie die Eva und die ganze Schöpfung zum Schluss. Ja? Und das ist das, was Paulus in Römer 7 beschreibt. Er sagt, ich lebte vorher ohne Gesetz, aber als das Gebot kam, war die Sünde wieder lebendig. Ich aber starb und es fand sich, dass das Gebot mir zum Tode gereichte, das mir doch zum Leben gegeben war. Lass dich nicht gelüsten, das ist ein gutes Gebot. Aber dieses Gebot hat ihn gleichzeitig überführt, hat die Sünde in ihm wachgemacht und hat ihn getötet. Denn die Sünde, sagt er, nahm Ursache am Gebot. Die Schlange im Paradies nimmt Ursache am Gebot Gottes. Du sollst von diesem Baum nicht essen. Und betrog mich. Ihr werdet sein wie Gott. Und tötete mich durch dasselbe Gebot. Und deswegen, sagt Paulus, ist das Gesetz der Sünde und des Todes. Weil das Gesetz nicht helfen kann. Das Gesetz zeigt die Sünde. Aber es lässt den Sünder allein. Helfen tut Christus. Ja? Das Gesetz macht die Sünde deswegen größer, weil der Mensch weiß, dass er es nicht tun soll. Ja? Und er findet sich immer wieder in Situationen, wo er das Gesetz übertritt. Und das ringt uns nieder. Und das beschreibt Paulus in Römer 7. Das Gesetz ist ja heilig und das Gebot ist heilig, recht und gut. Das Gesetz ist nicht schlecht. Ja? Viele sagen, das Gesetz ist schlecht und die Gnade ist gut. Nein, nein, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Das Gesetz ist so, wie wir gerne sein wollen, aber nicht mehr sind. Ja? Das heißt, Paulus sagt, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Ist denn, was da gut ist, mir zum Tod geworden? Das sei ferne. Aber die Sünde, die Schlange, wie sie Sünde ist, die Schlange, hat sie mir durch das Gute den Tod gewirkt, auf dass die Sünde, die Schlange, würde überaus sündig durchs Gebot. Am Gesetz Gottes wird Sünde, wird Schlange, wird alles Böse offenbar. Es kommt alles hoch, es kocht alles hoch. Ja? Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Ich bin voller Aussatz. Ich, Paulus. Und dann schreibt er nachher, wer wird mich, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Das ist die Engführung, in die Paulus reingeführt wird, durch das Gute des Gesetzes. Ja? Lass dich nicht gelüsten. Und er kämpft dagegen an und er merkt, dass er dieses Gesetz nicht halten kann, und dass das Gesetz geistlich ist und er ist unter die Sünde verkauft. Und dann fängt sein Kampf an, den möchte ich euch lesen, das ist wichtig. Römer 7, Vers 15. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. So ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut sei. So tue nun ich dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnt, die tut das. Versteht ihr? Der Paulus versteht sich als der neue Mensch. Und er sagt, der alte Mensch und die Sünde, die in diesem alten Menschen wohnt, die tut das noch. Aber aus Gottes Gnade darf ich ein neuer Mensch sein. Das ist etwas seelsorgerlich sehr, sehr Wichtiges für uns. Ja? Paulus stellt sich auf die neue Wahrheit in Christus. Und er sagt, so tue nun ich, in Klammern neuer Mensch, dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl. Aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Das heißt, wenn der Paulus heute unter so einer gesetzlichen Predigt wäre, da wäre der Erste, der aufschreien würde und sagt, ich will ja das Gesetz tun.
Ich habe es doch versucht. Ich bin sogar über meines Glaubens genossen. Ich war im Gesetz unsträflich und trotzdem habe ich das empfunden in mir drin, dass in mir etwas nicht stimmt, dass mir etwas anhaftet, dass mich etwas gefangen nimmt. Ja? Ich will ja gottselig leben, aber ich schaffe es nicht. Es ist etwas in mir, was mich gefangen nimmt. Ja? Er sagt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Was denn bloß los mit mir? So ich aber tue, was ich nicht will, so tue ich dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Zum zweiten Mal, das ist das zweite Mal, dass er es schreibt. So finde ich mir nun ein Gesetz, der ich ja das Gute tun will, das mir das Böse anhängt, anklebt. Wie Pech, kriegt man kaum weg, ja? Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein ander Gebot in meinen Gliedern, das dem widerstreitet und dem Gesetz in meinem Gemüte widerstreitet und nimmt mich gefangen in der Sünde Gesetz, welches ist in meinen Gliedern. Ich, elender Mensch. Ja? Zerrissen, komplett zerrissen. Er weiß Gottes Gesetz, er kennt Gottes Heiligkeit, er sieht auch, dass das gut ist, er will das gerne tun und er kämpft darum und er müht sich darum und er sagt, ich schaffe es nicht, mir klebt etwas an. Ich habe immer noch diesen alten Menschen an mir. Ich habe irgendwo in YouTube einen Film gesehen, da haben zwei Hirsche miteinander gekämpft und deren Geweih hat sich verklemmt. Und es ging wahrscheinlich über Tage oder Wochen so, auf jeden Fall ist ein Hirsch dabei verhungert. Und der andere Hirsch ist mit der Leiche dieses Kontrahenten durch den Wald gelaufen und kam nicht los davon. Das Bild habe ich im Kopf, wenn ich Paulus hier lese. Ja? Der alte Mensch, der ihm anklebt und der ihn nicht loslässt. Und dann sind die mit der Motorsäge dahin und haben die Geweihe auseinandergeschnitten und dann ist der lebendige, der war schon abgemagert auch, ja. Und der ist dann los und ist dann ab in den Wald. Das riecht ja auch, die verwest ja und der kommt nicht los. Das ist ja ein irrsinniges Bild, ja. Das ist das, was Paulus hier schreibt. Ja? So finde ich mir nun ein Gesetz in meinen Gliedern, das da widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und nimmt mich gefangen in der Sünde Gesetz, welches ist in meinen Gliedern. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes, wie bei den Hirschen? Ja? Wer wird mich davon erlösen? Und dann ein Sprung zu Vers 25. Ich danke Gott durch Jesum Christum, unseren Herrn. Der hat mich freigemacht. Warum? Weil der alte Mensch mit Christus mitgestorben sein darf und der neue Mensch gilt. Juristisch gestorben. Wir kämpfen immer noch damit. Ja? Das ist auch das, was wir hier erleben, ja? Wenn man ehrlich ist mit sich. Bis zum Schluss, ja? Schreibt Paulus am Galaterbrief. Ist ein Zeugnis des Geistes, dass wir Gottes Kinder sind. Denn wenn wir dieses Dilemma nicht hätten, wären wir nicht wiedergeboren. Da hätte ja nichts Neues angefangen in uns, ja? Also das, was wir oft so mühsam erleben und so traurig und so schwierig, ist auch ein Zeugnis des Geistes, dass wir Gottes Kinder sind. Und dann sagt er, ich danke Gott durch Jesum Christum, jetzt ist alles gut geworden. Nein, schreibt er nicht. Er sagt, ich danke Gott durch Jesum Christum, so diene ich nun. Ja? Dann schreibt er, so diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Hört ihr, dass die Zerrissenheit bleibt? Ja? Er weiß von Christus und er sagt, wir warten auf unseres Leibes Erlösung. Er weiß, Christus ist gestorben und auferstanden. Er weiß, meine Sünde ist vergeben. Und er sagt, er dankt Gott dafür und sagt, ich danke Jesum Christum. Und die Schlussfolgerung, die er daraus zieht, ist sehr nüchtern. Für manche vielleicht ernüchternd. Ja? Der sagt, ich danke Gott durch Jesum Christum, unseren Herrn, so diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Und diese Zerrissenheit, die bleibt bis zum Schluss. Und was hat die bewirkt? Dass der Paulus bei der großen Erkenntnis, die der hatte, immer wieder auf dem Boden blieb. Der musste immer wieder nach Golgatha zurück. Ja? Der musste immer wieder sagen, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld. Und wichtig ist, dass du gestorben und auferstanden bist. Ja? Und alles, was wir wissen dürfen, das schenkst du. Da freuen wir uns dran. Aber wir müssen immer wieder dahin zurück. Er schreibt ja auch davon, dass er einen Stachel im Fleisch hatte. Ja? Wo der Satan ihn schlägt, damit er sich der hohen Offenbarung nicht überhebt. Ja? Da hat Gott immer für gesorgt, dass seine Leute schön auf dem Teppich bleiben. Immer diese Lebensnüchternheit bewahren. Keine geistlichen Heißluftballons werden. Ja? Sondern Bruder unter Brüdern, Geschwister unter Geschwistern bleiben. Ja? Und das hat Paulus und alle Apostel immer wieder gelernt.
Jesus ist der Herr und das ist sein Wort und das ist seine Gemeinde auch, ja, und das ist er, was er aus, das ist sein Geist, das ist alles ihm, er ist der Hausherr. Und da darf sich niemand dran vergehen an den Dingen, ja. Das ist ja oft, passiert ja oft genug bei so Mega-Churches da in Amerika, ne? Die rauben Gott, was sein ist, ja, seine Ehre und sein Volk. Aber Paulus sagt dann, ich danke Gott durch Jesum Christum, unseren Herrn, so diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Könnt ihr euch vorstellen, was seine Pharisäerkollegen daraus gemacht haben? Die haben gesagt, jetzt hammern. Er hat es ja selber aufgeschrieben. Wir haben uns den Römerbrief besorgt. Er schreibt ja, dass er Sünder ist. Er schreibt ja auch, dass er wohl Lust hat an Gottes Gesetz, aber dass die Sünde in ihm wohnt und dass er nicht billigt, was er tut. Und dass er immer noch in der Sünde lebt. Ja, er dient ja hier mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Merkt ihr, der Paulus ist ein Irrlehrer. Könnt ihr vergessen, was er schreibt. Ja? Was für eine Flanke hat er aufgemacht? Aber diese Verletzlichkeit, die der Paulus zeigt und wo er uns so reinschauen lässt in sein Glaubensleben, ist für uns ein großer Trost. Das ist eigentlich eine seelsorgerliche Predigt, die der uns hier weitergibt. Ja? Aber so eine Flanke aufgemacht für seine Pharisäerkollegen. Die sagen, hier, er hat es ja hingeschrieben, dass er der Sünde dient. Ja? Also steinigen oder 40 weniger 1. Aber wir als geistliche Menschen, wir finden hier, dass die Paradiesesgeschichte hier durchlebt wird. Paulus erlebt in Römer 7 den Sündenfall. Ja? Und er findet sich in Christus wieder. Und sagt dann, so diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Und so ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Überhaupt nichts. Sonst wäre Jesus umsonst gestorben. Und das ist er nicht. Ja, das ist er nicht. Denn die, die sich ganz aussätzig empfinden, die sind von ihm ganz rein erklärt. Ja? Und das schreibt Paulus hier, so ist nun nichts Aussätziges mehr an denen, die in Christo Jesu sind. Ja? Die nicht nach dem Fleisch wandeln im alten mosaischen Gesetz, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ja? Das heißt, wir sind frei vom Gesetz, weil wir gebunden sind an Christus. Und wir sehen diese Lebensnüchternheit, die er auch hier beschreibt, dass man mit dem Fleisch immer noch dem Gesetz der Sünde dient. Aber wir wissen, dass das abgetan ist. Und je mehr wir im Glauben wachsen, desto mehr nehmen wir unseren alten Menschen auch in Zucht und befolgen die Gesetze des Mose. Nein, kreuzigen den alten Menschen. Denn die Welt ist mir gekreuzigt und ich bin der Welt gekreuzigt, schreibt Paulus. Warum? Weil er verbacken ist mit Christus. Ja? Und ich glaube, dass es so ist, dass Jesus den Paulus bewusst deswegen erwählt hat, dass er das schreibt. Johannes deutet das auch an, aber er formuliert das nicht so tief aus wie der Paulus. Und deswegen ist Paulus tatsächlich ein auserwähltes Werkzeug gewesen. Die anderen Apostel schreiben da nicht so deutlich drüber, aber Petrus schreibt zum Beispiel im 2. Petrusbrief auch davon. Das ist aber nicht so sauber ausformuliert wie beim Paulus. Der Petrus sagt, so wendet allen eure Fleiß daran und reicht da in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Gottseligkeit und in der Gottseligkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe allgemeine Liebe. Das sagt Petrus. Er sagt, reicht da in eurem Glauben Tugend, Hingabe und in dieser Tugend Erkenntnis, nämlich die Erkenntnis, dass ihr Sünder seid und das Gesetz nicht halten könnt. Und in dieser Erkenntnis, Mäßigkeit oder Bescheidenheit, habe ich ja eben gesagt, auf dem Boden bleiben. Ja? Ich bin Sünder und brauche Jesus wie alle anderen auch. Ja? Und in dieser Mäßigkeit Geduld, also eine fortbleibende Bescheidenheit im Glauben. Und diese Art von Geduld, das ist ein gottseliges Wesen. Ja? Ein bescheidener Mensch, der Jesus erkannt hat und der weiß, was Sünde ist und anderen von Sünde hilft und zum Glauben führt und trotzdem geerdet ist. Ja? Das ist die Gottseligkeit. Und in der Gottseligkeit brüderliche Liebe, Phileo, und in der brüderlichen Liebe allgemeine Liebe, Agape. Das sind 7 Schritte zur Liebe. Und das fängt damit an, dass man in seinem Glauben tugendhaft ist. Ja? Also tugendhaft im Glauben, in der Tugend Erkenntnis, in der Erkenntnis Mäßigkeit, in der Mäßigkeit Geduld, in der Geduld Gottseligkeit, in der Gottseligkeit brüderliche Liebe und der brüderlichen Liebe allgemeine Liebe. Es fängt an im tugendhaften Glauben, Hingabe, ich will Gottes Gesetz tun, Scheitern an Gottes Gesetz, Hinfinden zu Christus, Mäßigkeit, Bescheidenheit, Glaube, Römer 7, Römer 8. Das heißt, die Apostel, auch die anderen Apostel haben davon geschrieben, aber so ausformuliert wie Paulus hat es keiner.
Und deswegen sagt Paulus nach meinem Evangelium. Ja? Das ist das paulinische Evangelium, das ist etwas Besonderes. Und ich denke, dass man daran sieht, dass der Paulus wirklich erwählt gewesen ist von Gott. Wir sagen natürlich, wir sind nicht mehr unter Gesetz, sondern wir sind unter der Gnade. Aber ein Gnadenmensch, der an Jesus hängt, Paulus beschreibt sich ja auch als Knecht Jesu Christi, und der sagt, ich kreuzige meinen Leib, und zwar tut er das im Konträr zu dem mosaischen Gesetz. Er sagt, ich gehöre zu Christus, was er getan hat, das tue ich auch. Ja, und das sagt er uns auch, den Leib zu kreuzigen, ist eine Lebenseinstellung. Ja, das sind keine Einzelgebote, die jetzt alle eingehalten werden müssen, ja, die man zählen kann, sondern es ist durch Gottes Geist eine Haltung, die da beschrieben wird. Und die geht viel weiter als das, was das Gesetz von uns fordert. Ist viel umfassender. Und deswegen sage ich auch, die Berufung der Gemeinde Jesu ist nicht, dass sie vor allen Unbilden des Lebens geschützt und bewahrt bleibt. Wie das oft in modernen Verkündigungen gepredigt wird und wie das oft Gottesbild ist. Die Aufgabe der Leibesgemeinde Jesu ist, leidentlich ihr Zeugnis in der Welt abzugeben und für Jesus zu leiden und wenn der Herr Gnade schenkt, auch das Leben zu lassen. Das ist die Aufgabe der Leibesgemeinde Jesu. Und das schreibt Paulus auch an die Thessalonicher. Er sagt, wenn ihr zum Glauben kommt, dann werdet ihr eine Menge Ärger bekommen. Da müssen wir uns, das ist nüchtern, da müssen wir uns darauf einstellen. Ja? Ich habe eine alte 1912er Lutherbibel in die Hand bekommen und dann habe ich das Vorwort gelesen. Dann hat er geschrieben, dass es gut ist, Gottes Wort zu studieren und zu kennen und auch auswendig zu lernen. Und dann schreibt er, und wenn ihr die Bibel studiert und gut lernt und auswendig kennt und danach lebt und euer Leben danach einrichtet, dann wird Gott euch gnädig sein und euch viele Anfechtungen schicken. Oh, habe ich ja was für ein schönes Vorwort, ja? Da hat man ja geradezu Lust, die Bibel zu lesen, ja? Aber versteht ihr, das ist so geerdet, das ist lebensnüchtern. Paulus sagt, seid nüchtern und wachet. Ja? Und die Endzeitgemeinde, gerade im Westen, die sagt, ja, wir haben jetzt ein bisschen Probleme, dann werden wir bestimmt nächste Woche entrückt oder morgen. Ich habe jetzt keine Lust mehr, ich will jetzt entrückt werden. Das empfinde ich als unnüchtern. Ja? Ist auch kein Heiligungsweg. Ja, ist auch kein Heiligungsweg. Ich will gerne entrückt werden vor der Trübsal. Gerne, ja. Wenn ich mir das aussuchen könnte, morgens früh nach einem guten Frühstück. Ja. Aber wir halten uns da an Gottes Wort und die Entrückung ist etwas Finales. Ja? Auf der letzten Freizeit hat jemand, ich habe auch gesagt, ich denke, dass die Entrückung spät ist, und da hat jemand auf der letzten Freizeit gesagt, das ist doch schön, da können noch umso mehr Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Da sage ich, das ist mal eine gute Einstellung. Ja? 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 Und ansonsten gehen wir unseren Weg getrost. Ein Bruder hat zu mir gesagt, mein Leben ist voller Ängste vor Dingen, die ich nie erleben musste. Mein Leben ist voller Ängste vor Dingen, die ich nie erleben musste. Das ist auch ein schöner Satz, ja? Wir müssten ein bisschen trotzig dürfen wir sein als Christen. Und wir dürfen ein bisschen mutig sein. Wir dürfen auch manchmal ein bisschen dreist sein für Jesus. Ich war in einer Geschäftsverhandlung, da hat einer ziemlich dreist seine finanziellen Forderungen durchgesetzt. Da bin ich abends nach Hause gekommen und habe zu Anja gesagt, also so dreist wäre ich gerne mal fürs Evangelium. Ja? Manchmal dürfen wir das sein. Manchmal müssen wir sehr behutsam und sehr feinfühlig sein. Und manchmal muss man auf einen groben Klotz, einen groben Keil draufsetzen. Das dürfen wir auch. Ja? Und das zu unterscheiden, das ist so Glaubenswachstum auch. Ja? Ja? Und da fängt ein Mensch, ein Christenmensch fängt auch an, plötzlich ein wertvoller Mensch zu werden, weil der hat eine Lebenserfahrung, der kennt sich selbst, der kennt seine eigenen Untiefen, der weiß, ich brauche ja auch Vergebung. Und die Unarten meines Gegenübers, die habe ich irgendwie auch, vielleicht an anderer Stelle. Und da hat man ein bisschen mehr Geduld mit seinem Nachbarn. Ja? Oder der andere sagt, eigentlich hätte ich jetzt ja gesagt, aber ich lasse mal 5 Grad sein. Ja? Ich trage seine Last, der Herr hat meine Last getragen. Und da wird ein Mensch neu, da wird alles neu. Und so humpeln wir Richtung Ewigkeit. Ja? Hinken, ja? Ja, Stück für Stück. Aber der Herr hat gesagt, wir kommen an. Ja? Und das gute Werk, was er angefangen hat in uns, das wird er auch vollenden. Das wünsche ich euch von Herzen. Ja? Amen.